Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute war ich ein bisschen einkaufen. Und mit heute meine ich eigentlich nicht heute. Das ist jetzt schon, ich glaube, das war ein Tag kurz bevor ich wirklich super krank wurde, ist Alex nochmal einkaufen gefahren. Wir wollten so ein bisschen was holen, auch die nächsten Tage, denn unser Wocheneinkauf besteht ja meistens aus Lidl, Aldi und Kaufland. Manchmal kommen noch andere Geschäfte dazu. Ja, diesmal war es wirklich nur so, dass wir zu Lidl gekommen sind. Das passiert uns ab und an mal. Also diese ganzen XXL-Lebensmitteleinkaufsvideos, die ihr hier auf meinem Kanal seht, die sind nicht gestellt oder ähnliches. Wir kaufen tatsächlich die meiste Zeit so ein. Bloß manches Mal kommt dann irgendwas dazwischen und dann haben wir wirklich nur den Einkauf von Lidl, weil Lidl hier um die Ecke liegt. So auch wieder in diesem Video. Ich habe für insgesamt, ich glaube, 137 Euro eingekauft, beziehungsweise nicht ich, sondern Alex. Diese Ausbeute werdet ihr gleich sehen. Ich habe euch auch wieder alle Preise eingefügt. Bloß weil das Video anders geplant war, habe ich halt kein Intro und kein Outro gedreht. Deswegen bekommt ihr jetzt sozusagen das Video von vor 2 oder 3 Wochen. Das war dieser kleine Einkauf sozusagen. Ich denke, für den Preis geht es immer noch für einen Wocheneinkauf. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zugucken. Am Ende des Videos erzähle ich euch auch noch, wie mein Essensplan eigentlich für die Woche ausgesehen hat. Der ist aber dann über Bord geworfen worden. Viel Spaß euch! Und heute beginnen wir mit dem Einkauf von Lidl. Ihr könnt es schon sehen, es ist etwas voller. Und wir beginnen hier vorne. Da sind jetzt all die Sachen, die in den Gefrierschrank kommen. Wir haben hier die Steinofenpizza mit Salami. 3 Stück sind in meiner Packung drin. Die von Lidl schmecken gut. Ganz ehrlich, ich mag lieber die selbstgemachte oder die gekaufte vom Italiener. Aber manches Mal muss es halt schnell gehen, dann kommt die hier zum Einsatz. Dann haben wir Vanilleeis. Übrigens ist das einzige Vanilleeis, was ich über alles liebe. Ich weiß nicht warum, es ist wirklich nur diese günstige Marke. Alle anderen mag ich nicht, weder die von irgendwie Langnese oder sonst irgendwas. Hier haben wir Chicken Wings in Mild. Die sind für Alex. Ich bin nicht so ein großer Chicken Wings Fan. Hier haben wir 9 Sonntagsbrötchen. Ihr wisst ja inzwischen, dass wir die immer kaufen. Hier haben wir 12er Nuggets. Die machen wir halt ab und zu mal, wenn es so einen Fastfood-Tag gibt. Und zwar mit diesen dünnen Pommes hier. Zu denen hatte ich ja letztes Mal schon was gesagt. Dann machen wir mit der Abteilung für den Kühlschrank weiter. Wir haben hier 2 Packungen Frischkäse. Und ganz ehrlich, uns ist es eigentlich egal, welcher Frischkäse das ist. Eine witzige Geschichte, ich habe das letztes Mal aufs Brot gemacht. Und dann sagte Alex nur, oh, das ist so eklig. Wie kannst du das nur mit irgendwie Wurst essen? Sag ich, warum? Das macht man so. Ich fand das merkwürdig, dass er da so darauf reagiert hat. Und dann hat er es selber ausprobiert. Ey, seitdem kauft er diese Dinger hier. Wie am Fließband. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das ist typisch Alex. So ging es uns auch mit der Avocado. Immer habe ich eine Avocado aufs Brot gemacht und er sagte immer, wie eklig das ist, bis er es ausprobiert hat und dann total drauf abgefahren ist. Hier haben wir Mozzarella. Keine Ahnung, warum Alex den nicht in Mini gekauft hat, sondern in Groß. Ich gehe davon aus, dass es die in Mini nicht gab. Momentan gibt es ja irgendwie kaum was. Dann haben wir hier Butter. Hier haben wir eine Schinkenfleischwurst. Die benötige ich gleich für einen Salat. Mein Vater feiert heute seinen Geburtstag nach. Da sind wir eingeladen und da habe ich gesagt, ich mache diesen Salat. Deswegen haben wir ein bisschen was dafür gekauft. Hier haben wir diese Wiener Würstchen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind meine absoluten Lieblingswürstchen von Lidl. Ich finde, die schmecken gut. Die Haut ist nicht allzu dick. Die kleinen davon, die gibt es ja auch, so für die Brotdosen und sowas. Die schmecken mir nicht, weil dort die Haut um einiges dicker ist und ich die da nicht so richtig durchgebissen bekomme. Die hier sind perfekt. Ach, hier müssten wir zweimal Lüna. Heißt die Lüna? Ihr wisst ja, manchmal spreche ich Sachen falsch aus, also tut es mir leid, falls es diesmal auch wieder so ist. Normalerweise brauchen wir Geflügelmortadella. Ich mag diese Wurst nicht ganz so sehr. Allerdings gibt es momentan keine und zwar bestimmt schon seit einem Monat, also zumindest bei unseren beiden Lidl-Filialen nicht. Und deswegen holen wir dann die, die sieht ihr zumindest einigermaßen ähnlich und hat auch nicht diese Fettflecken drin. Dann haben wir hier Leberwurst in fein. Ihr wisst ja, wie gern ich die kleinen hier verwende. Dann haben wir hier Geflügel-Edelsalami. Die essen hauptsächlich Alex und Max. Ihr seht ja schon diese Fettaugen hier, das ist nichts für mich. Hier haben wir den Gomero-Schinken. Auch hier wisst ihr wahrscheinlich inzwischen, packt es in die Mikrowelle für ungefähr 40 Sekunden und er ist super lecker. Vor allen Dingen mit Avocado aufs Brot. Hier haben wir 2 Packungen Tilsiter, 2 Packungen Hähnchenbrust. Dann haben wir geriebenen Emmentaler, natürlich den Parmesan bzw. Grana Padano. Ich weiß nicht, ist das Parmesan? Wir benutzen es auf jeden Fall wie Parmesan und die Kinder lieben den. 1 Packung Schmand und 2 Packungen körnigen Frischkäse.
Und ich weiß, es ist total verrückt, diese Multivitamin-Saftpäckchen von Emma hier nicht mehr zu sehen. Liegt daran, dass Lidl die halt gerade momentan nicht hat. Auch gefühlt so lange wie die Geflügelmortadella nicht. Also gab es heute ein paar andere Säfte, und zwar Sauerkirsch, O-Saft, dann eine Packung von diesen Saftpäckchen, das ist Kirsch mit Apfel. Die sind auch sehr gut und Emma hat sich inzwischen damit angefreundet, deswegen geht es gerade noch. Dann haben wir hier so ein 9er Träger Sprudelwasser. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber momentan, weil ich halt auf Saft und sowas verzichte und auch auf Cola und ähnliches, mag ich es so ein bisschen Sirup ins Glas zu machen und dann ganz viel Sprudelwasser. Und ich finde, das schmeckt so gut. Besser als jeder Saft, deswegen gab es die hier mit. Dann haben wir 3 Dosen Mais in Bio, weil es wahrscheinlich den normalen nicht gab. Da wette ich drauf. Dann gab es so eine Salzgurken und die kann ich definitiv nicht aussprechen. Eine ganze Packung Milch, und zwar sind hier 12 Packungen drin. Übrigens ist Milch auch so eine Sache, die es immer mal wieder nicht gibt. Hier geht es dann weiter mit einer Packung Spiralnudeln, eine Packung Penne, 2 Packungen Spaghetti. Und die Verpackung hat sich geändert. Ich muss mich echt erstmal dran gewöhnen. Gott sei Dank packe ich alles in Boxen. Also gleich, wenn ich alles wegpacke, kommen die direkt in die Boxen, sodass ich das nicht sehe. Ich finde es immer total verwirrend für mich, andere Verpackungen zu sehen. 3 Packungen Schlagsahne, dann haben wir hier 2 Dosen Erbsen und Möhren. Eine benutze ich ja gleich direkt für einen Salat. Dann haben wir hier wieder, oh mein Gott, es gab wieder unsere ganz normalen Küchenrollen. Ich liebe die. Ich bin auch so glücklich, dass es die wieder gab. 2 Packungen Mayo, 4 Packungen Ketchup, auch wieder Heinz, weil es die eigentlichen von Lidl nicht gab. Eine Packung Basmati-Reis. Ich liebe Basmati-Reis. Wir benutzen auch wirklich eigentlich nichts anderes, glaube ich, für egal welches Reisgericht. Eine Packung Zucker, 10 frische Eier und leider gab es wohl nur 6 Frühstückseier. Warum Alex da nicht 2 Packungen mitgenommen hat, kann ich euch nicht genau sagen. Ich wünschte, er hätte es gemacht. Hier haben wir wieder 3 Packungen Weichspüler. Es gab zum Glück wieder den Insensitiv, deswegen hat Alex ein paar mehr geholt. Denn das sind die einzigen, die ich benutze und die ich liebe. Die lösen bei keinem von uns irgendwelche Allergien aus. Hier haben wir so eine Keksrollen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die gibt es auch im Original irgendwie von, ich weiß gar nicht von welcher Marke. Wir kaufen immer die von Lidl. Und auch hier so eine Karamellwaffeln. Oh, die sind so gut. Egal wo. Egal ob bei Lidl oder bei Aldi, die schmecken immer super. Hier haben wir Kartoffelsticks in Paprikageschmack. An denen knabber ich ab und zu mal rum. Und seitdem die Kinder die für sich entdeckt haben, gehen diese Packungen bei uns wie verrückt weg. Hier haben wir Erdnüsse im Teigmantel und zwar auch mit Paprikageschmack. Das sind tatsächlich Sachen, die eigentlich nur die Kinder momentan essen. Wir kommen gar nicht dazu. Hier haben wir so eine Kringelchips für die Kinder. Dann so eine Waffelschokoröllchen. Wenn Alex loszieht, kauft er halt immer so Sachen, die wir gar nicht so stark essen. Aber naja, egal. Dann haben wir hier Kinderkarts. Ich finde die immer sehr, sehr teuer. Deswegen kaufe ich die immer nicht, sondern nur im Angebot. Aber ich gehe davon aus, dass Alex das weiß und es die wahrscheinlich gerade auch im Angebot gab. Dann haben wir hier einmal so eine Nachos mit Käsegeschmack. Die sind für Alex und Snuggles in Käse. Ihr wisst wahrscheinlich, ich habe die vorher so geliebt. Inzwischen habe ich so viele davon gegessen, dass ich die gar nicht mehr so gern mag. Allerdings sind die Kinder jetzt drauf umgestiegen. Dann war Alex heute bei einem anderen Lidl. Und das könnt ihr vielleicht auch anhand dieser Backauswahl hier sehen. Ein Fladenbrot in so einem, ein Mini-Fladenbrot. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwas drin ist oder nicht. Ich bin gespannt. Einmal Ciabatta. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wofür er das gekauft hat. Ich hoffe, es wird nicht zu schnell hart. Ciabatta kaufe ich nämlich immer dann gerne, wenn wir irgendwie eine Feier haben oder ähnliches. Dann kann ich es nämlich aufschneiden. Im Panini-Grill so ein bisschen anbraten. Anschließend mit etwas Olivenöl und einer Knoblauchzehe einreiben. Und dann schmeckt das richtig, richtig gut. Das haben wir aber jetzt irgendwie nicht geplant. Hier hat er Sesamringe gekauft. Wir lieben Sesamringe. Wir haben die früher so gerne selbst gemacht. Jetzt fehlt einfach die Zeit. Er hat 3 Stück mitgeholt. Dann kommen wir jetzt zum Obst und Gemüse. 2 Säcke mit Kartoffeln. 1 Packung Möhren. Ich glaube, das sind diesmal wieder 2,5 Kilo. 1 Eisbergsalat für den Essensplan für diese Woche. 1 Netz Zitronen. Da sind 3 Stück drin. Hier haben wir 3 Avocados. Ich habe das schon erzählt, dass er jetzt auch auf Avocados von der Zeit umgestiegen ist. Und oh, ich mag meine Avocados einfach. Das ist halt einfach etwas, was ich total gern mag, auch im Salat oder ähnliches. Und Avocado in Verbindung, ich glaube, mit Tomaten war das oder mit Gurken. Ich glaube, das waren Tomaten. Soll richtig, richtig gut für den Körper sein. 2 Gurken. Ich bin auch überrascht, weil sie einigermaßen fest sind. Die ganzen letzten Gurken waren super wabbelig. 1 Packung Heidelbeeren, hauptsächlich für mich. Die Kinder mögen keine. 1 Packung so eine Sherry-Tomaten. Beziehungsweise, ich glaube, die heißen hier nämlich mal Sherry-Tomaten. Aber ich sag dazu immer Sherry-Tomaten. Wenn sie klein sind, sind es für mich Sherry-Tomaten. 3 rote Paprikaköpfe. Und das war's auch schon. Bananen gab es wohl nicht.
Ich hatte ja bereits im Intro erwähnt, dass ich eine Essensliste wieder geschrieben habe, also so einen Essensplan. Das mache ich generell ganz gerne. Und zwar hauptsächlich für eine Woche. Manchmal habe ich echt Glück und schaffe länger. Das ist dann immer so das Highlight, dass ich dann für die nächsten Wochen nicht mehr planen muss, weil das dann alles schon fertig ist. Für diese Woche hatte ich ein bisschen was geplant. Wie ich euch erzählt habe, wurde ich danach total krank. Das heißt, ich habe nichts von diesem Essensplan gemacht, was etwas ärgerlich ist. Aber ganz, ganz viele von euch wünschen sich immer, dass ich reinschreibe, was es zu essen gab. Allein schon als Idee oder Inspiration für euch, falls ihr mal nicht wisst, was ihr machen wollt. Und ich weiß auch, wie gern ihr eigentlich die Bilder dazu habt, wenn ich das Essen gemacht habe. Die fehlen mir natürlich diesmal auch wieder. An dem Montag hatte ich Reis mit Shrimps geplant. Die hatte ich auch schon komplett so zu Hause. Am Dienstag sollte es eine ganz leichte Suppe geben. Da entscheide ich manchmal wirklich sehr spontan, was für eine es geben soll. Je nachdem, wie viel Zeit ich aufwenden kann. Am Mittwoch sollte es wieder gekochte Kartoffeln geben mit einer Regenbogenforelle aus dem Backofen. Diese Regenbogenforelle hole ich immer bei Aldi. Das ist die einzig super leckere Regenbogenforelle, die ich kenne. Auch vom Gewürz her. Leider hat Aldi die irgendwie gerade momentan so gar nicht mehr auf Lager. Keine Ahnung, ob die mal ausverkauft war, wenn ich da war. Aber da wir sowieso nicht bei Aldi waren, ging das ja sowieso nicht. Am Dienstag sollte es Nudeln mit einer weißen Soße geben. Meistens ist es so ziemlich einfach gehalten. Entweder mache ich dann eine Käsesoße dazu oder ich mache eine ganz normale helle Soße mit etwas von dieser Schinkenfleischwurst geschnibbelt und vorher angebraten rein. Das mögen wir, das mögen die Kinder, das geht schnell, da brauche ich nicht viel zu tun. Am Mittwoch sollte es Gemüseburger geben. Die gab es übrigens auch. Ich war wirklich stolz drauf, allerdings nicht am Mittwoch, sondern erst eine Woche später, als es mir wieder einigermaßen gut ging. Dann stand am Samstag Ju-Veg-Reis auf dem Programm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Keine Ahnung. Das ist so ein, ich glaube, das ist ein griechischer Reis. Ich habe den beim Griechen immer so geliebt und ich versuche den selber zu machen. Bei mir wird er nicht ganz so toll wie beim Griechen, aber ganz ehrlich, immer noch gut genug. Und am Sonntag, wie so üblich, sollte es Reste zu essen geben, weil ja nur Alex und ich zu Hause gewesen wären. Ja, ihr Lieben, das war's vom Essensplan. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es nicht dieses XXL-Ausmaß hatte, was es aber beim nächsten Mal bestimmt wieder geben wird, denn ich plane mal wieder einen ganz, ganz großen Einkauf, weil uns zu Hause wieder so einiges fehlt. Also seid gespannt darauf. Ich bedanke mich ganz, ganz doll fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!